Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch das Tuch rosenrot machen. Hier haben wir das nächste Tuch in unserer Märchenreihe. Die Bärentatze, die haben wir schon und jetzt kommt unser rosenrot. Rosenrot ist auch wunderbar für Anfänger geeignet, hat allerdings den Clou, dass wir einen 3D-Effekt hier drin haben. Keinen riesengroßen, also nicht im gesamten Tuch, sondern wir haben den an den Rändern. Wenn ihr schaut, hier haben wir so eine wunderschöne kleine Stufe und bei dem Rand, den ich jetzt hier ausgesucht habe, haben wir auch nochmal einen wunderbaren 3D-Effekt. Und natürlich haben wir den auch dann für die seitliche Randlinie und das auf beiden Seiten. So, das hier ist jetzt die Vorderseite. Ich ziehe es euch mal durch. Also hier haben wir den Rand und dann hier der Farbverlauf. Und ich finde einfach, das Tuch spiegelt die Person aus dem Märchen Rosenrot wirklich sehr, sehr schön wieder. Hier haben wir die Rottöne, die ja diese Frau ausmachen. Dann Hautfarbe und sie hat in den Märchen recht dunkle Haare. Das finden wir hier auch wieder. Also ich finde, das Tuch macht sie schon aus. Das zeigt schon, wer sie so ungefähr ist. Und auch vom Charakter her ist sie eine sehr geradlinige und zarte. Und genau das haben wir hier auch. Wir haben was Zartes hier und was sehr geradliniges, das gesamte Tuch. Wenn wir jetzt mal so durchgucken. So sieht's aus. So, gebraucht habe ich jetzt für 1,42 lange Seite und 91,92 im Dreieck. Dreimal Elisewolle, ist aber jederzeit erweiterbar. Plus so ca. 25 Gramm für den Rand. Also sehr sparsam im Wollverbrauch. Beide Wollen verlinke ich euch unten in der Infobox. Aber schaut euch doch mal dieses wunderbare Tuch an. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon total verliebt. Und das wird neben der Bärentatze einfach nur traumhaft aussehen. So, meine Lieben, und wie ihr jetzt auch an dieses wunderbare Rosenrot kommt, das zeige ich euch im Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stricken, beim Häkeln, weil der Rand ist gehäkelt. Und natürlich auch beim Tragen. Für das Tuch Rosenrot benutze ich die Alice Burkum Batik mit der Farbnummer... Moment, wo ist er? Da. Farbnummer 4574, Lot 541960. Wir haben hier 100 Gramm auf 210 Meter. Für die Nadelstärke 4 bis 6 ist 100% Polyacryl. Hier steht da Handwäsche, aber ich habe das Tuch auch schon in die Waschmaschine gegeben. Und das hält es wunderbar aus, weil ich habe von dem Tuch schon ein zweites und jetzt, also schon ein erstes und wir machen jetzt das zweite. Stricken tue ich das Ganze mit meiner Fünfernadel. Dazu nehme ich dann, um die Musterhand zu markieren, einen Maschenmarkierer. Wir schlagen jetzt als allererstes drei Maschen an. Der Maschenanschlag ist egal, da könnt ihr den nehmen, der euch am liebsten ist. Ich mache jetzt den Kreuz. Dafür gehe ich mit meinem Faden über Daumen und Zeigefinger und lege mein loses Ende in die Hand und den Arbeitsfaden auch in die Hand. Ich schließe die Hand, habe hier eine kleine Leine, gehe mit der Nadel zwischen Daumen und Faden rein, hebe den Faden an, hole mir die Leine von hier drüben, gehe mit der Nadel oben drüber lang, drücke die Leine nach unten, löse den Daumen, Masche Nummer 1. Jetzt haben wir so ein kleines Dreieck. Wieder zwischen Daumen und Faden rein, Faden anheben, aber nur das
Also nur das Fädchen, was in die Hand zeigt. Eine Halbdrehung und wir holen uns den Faden von hier drüben. Nicht den, der zum Daumen geht, sondern der, der zum Zeigefinger geht. Durch die Schlaufe, durch Masche Nummer 2. Und so schlagen wir uns auch eine dritte Masche an. So, jetzt stricken wir alle drei Maschen einmal rechts. Das heißt, wir gehen vom Seil Richtung Nadelspitze. Durch die Masche durch, holen uns den Faden, gehen zurück und lassen sie von der Nadel gleiten. Das machen wir jetzt mit allen drei Maschen. So, schon erledigt. Nun verdoppeln wir die erste und die dritte Masche. Dafür stricken wir die Masche einmal rechts, lassen aber die Masche auf der Nadel, gehen jetzt von der Nadelspitze Richtung Seil, hinten durch das andere Beinchen durch. Seht ihr, wir haben jetzt hier vorne das Beinchen, haben wir eben abgestrickt. Und jetzt nehmen wir hier hinten das Beinchen, holen uns den Faden durch und von der Nadel gleiten lassen. Die nächste Masche rechts und diese wieder verdoppeln. Einmal von das Beinchen, einmal hinten das Beinchen. Schon haben wir 5 Maschen auf der Nadel. Wir stricken wieder alles einmal rechts. Wechseln. Die erste Masche verdoppeln wir. Die nächsten drei Maschen stricken wir alle rechts ab. 1, 2, 3. Und die letzte Masche verdoppeln wir. Jetzt wieder alles einmal rechts. So, die erste wieder verdoppeln. Alles rechts bis auf die letzte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Ungerade, weil wir haben mit 3 Maschen begonnen. Deswegen sind wir hier immer ungerade. So, wieder einmal alles rechts. Mit dem Muster beginnen wir gleich. Wir müssen nur auf eine gewisse Maschenanzahl kommen. So, einmal die erste wieder verdoppeln. Dann alles rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. So, damit haben wir unsere Maschenanzahl erreicht. Wir stricken aber noch mal einmal alles rechts, weil das ist die Rückreihe. Die erste Masche verdoppeln wir. Mach 2 Maschen. 3, 3, 4, 5. 5 Maschen immer für den Rand. Jetzt legen wir den Faden nach vorn, gehen wieder von der Spitze Richtung Seil, aber diesmal vorne durch das Beinchen. Das Beinchen, was uns anschaut. Hier haben wir das Beinchen, was uns anschaut, und das ist das Beinchen, was uns nicht anschaut. Faden vor. Vorne durch das Beinchen, was uns anschaut, stechen wir durch, holen uns den Faden und haben eine linke Masche gemacht. Jetzt kommen noch 3 linke Maschen. Nein, Entschuldigung, noch 2 linke Maschen, dass wir insgesamt 3 linke Maschen haben. Und jetzt wieder rechts.
Letzte Masche verdoppeln. Und einmal alles rechts. Auch unsere linken Maschen, wir stricken die einfach rechts ab. Nicht verschränkt oder sonst irgendwas, sondern einfach rechts abstricken. Wir drehen wieder. Die erste Masche verdoppeln wir. So, macht 2, 3, 4, 5 rechte. Hier lassen wir wieder 4 stehen, also 1, 2, 3, 4. Und der Rest wird links gestrickt. Das heißt, wir machen jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5. So, rechts, 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 verdoppeln. Jetzt wieder einmal alles rechts. Auch unsere linken Maschen einfach rechts abstricken. Da sind wir jetzt mal richtig stur und stricken einfach ganz stur rechts durch. Die erste wieder verdoppeln, einmal so rum, macht 2 Maschen, 3, 4, 5, das ist der eine Rand und jetzt ziehen wir hier wieder 1, 2, 3, 4 Maschen, bleiben stehen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 werden jetzt links gestrickt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und jetzt rechts, rechts, rechts verdoppeln. Wieder einmal alles rechts. Auch die linken Maschen ganz stur, einfach alle rechts abstricken. Wir sind da ganz stur und dickköpfig und stricken einfach alles rechts. Auch wenn man die linken Maschen ein bisschen schwieriger reinkommt, rechts abstricken. So, und schon können wir sehen, wie es aussieht. Wir haben dann hier an den Seiten so ein wunderschönes Kraus-Rechtsmuster und in der Mitte wird es wunderbar glatt. Hier sieht man, kann es auch sehr schön erfüllen, dass wir hier so eine kleine Erhöhung haben und auf der Seite auch. Und von der anderen Seite sieht es so aus. Also selbst von dieser Seite ist das Muster zu erkennen halt ein bisschen schwächer, aber es ist auch trotzdem wunderbar zu erkennen. So, einmal nochmal die erste verdoppeln. Macht 2 Maschen. Wir ziehen immer die Maschen auf der Nadel. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Die nicht. Und alles andere in der Mitte wird links gestrickt. Ihr seht, einfach linke Maschen. Bis auf die letzten 4. Noch 2. Hier jetzt rechts, rechts, rechts verdoppeln. Ja, und die Rückhand dann wieder alles rechts. Hier einfach alles
rechts abstricken. Auch die linken Maschen einfach alles rechts. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, wofür ich den Maschenmarkierer brauche, den mache ich mir immer ganz gerne rein, um zu sehen, wo ich meine Musterhand habe. Weil da, wo ja Maschenmarkierer ist, auf der Seite wird verdoppelt, auf der Seite werden die linken Maschen gemacht. Und auf der Seite entsteht einfach das Muster. Und wenn man die Sachen mal zur Seite legt, dann kann man dann hinterher einfach gucken, wo ist der Maschenmarkierer und weiß, was man zu tun hat. Da hat man da nicht das Problem, okay, gut, wie geht es jetzt weiter, wenn man es jetzt zur Seite gelegt hat, sondern man guckt dann einfach nach dem Maschenmarkierer und weiß dann, wie es dann weitergeht. So, jetzt habe ich hier noch 4 Maschen. Davon werden die ersten 3 rechts gestrickt und die letzte wird verdoppelt. Und so wachsen wir ganz, ganz schnell in die Höhe und auch in die Breite. Und man kann wunderbar das Muster erkennen. Ja, auch wenn man so ein bisschen schräg hält. Und die Hand. Wieder einfach alles rechts. So, das erste Tuch habe ich mit 2 Knäueln gemacht, das heißt mit 200 Gramm Wolle. Das war dann eher ein kleines Mädchentuch. Und jetzt habe ich hier 3 Knäuel liegen. Und das sind dann 300 Gramm Wolle. Und ich denke, das wird dann für die Mama so, meine Lieben, ich stricke das Ganze jetzt weiter in die Höhe, die Masche verdoppeln, dann noch 3 Maschen stricken, dann links bis auf die letzten 4, davon die ersten 3 normal rechts und die letzte verdoppeln. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich auf Höhe bin, weil einen kleinen Rand bekommt natürlich dieses Tuch dann auch noch. Aber weil das jetzt immer genau die 2 gleichen Hände sind, ich denke mir, das langweilt euch, wenn ich das mit euch dann weiter in die Höhe stricke. Und die Nadel mache ich noch schnell fertig mit euch. Eins, zwei, drei, vier, eine noch. Und jetzt einmal rechts, zweimal rechts, dreimal rechts und verdoppeln. Und die andere Hand alles rechts. Ihr seht auch die linken Maschen, die werden einfach rechts abgestrickt.
Und so wächst das Muster. Weiß nicht, jetzt im Moment blendet es ziemlich. Man muss mal gucken, wie es dann im Video ist. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Aber ich denke. So, meine Lieben, ich stricke das Ganze jetzt mal in die Höhe und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, ich habe jetzt das Rosenrot auf Länge und wie ihr ja auch seht, es rollt sich und das wollen wir selbstverständlich nicht. Deswegen ketteln wir jetzt nicht gleich ab, sondern wir stricken jetzt 5 Nadeln, alles rechts. Aber natürlich behalten wir unsere Zunahmen bei. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich auf der Seite, wo wir dann auch links stricken. Das heißt, die erste verdoppeln und dann 3 rechts. Und danach alle links, bis auf die letzten 4. Diesmal verdopple ich die erste wie gehabt. Und jetzt stricke ich alle Maschen rein rechts ab. Und die letzte Masche wird verdoppelt. Danach die Rückreihe, auch wie gehabt, alles rechts. Und dann wieder die erste verdoppelt, alles rechts und die letzte verdoppelt. Dann die Rückreihe, wieder alles rechts. Und dann noch einmal die erste verdoppelt, alles rechts und die letzte verdoppelt. So, dass wir jetzt insgesamt 5 Nadeln rechte Maschen haben. Seht, ich bin hier schon weit über die 5 hinaus und ich stricke jetzt hier ganz gemütlich mit rechten Maschen weiter. Nur, dass ich halt weiter auf der Verdopplungshand die Anfang- und die Endmasche verdopple. Und ansonsten werden halt jetzt alle Maschen rechts gestrickt. Auch die, die vorher links waren, das wird jetzt auch alles rechts gestrickt. Ja, und das machen wir jetzt 5 Nadeln lang. Also das hier ist jetzt Nadel Nummer 1. Die Rückreihe ist 2, die nächste Hinreihe ist dann 3. Davon die Rückreihe ist 4 und dann die Hinreihe ist die 5. Wer möchte, kann auch noch die Rückreihe dann machen. Könnte, müsste aber nicht. So, seht ihr, alles reine rechte Maschen. Das bringt uns dann auch noch einen ganz tollen optischen Effekt. Aber das zeige ich euch dann, wenn ich meine 5 Nadeln gemacht habe. Ich mache die jetzt mal schnell und wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, meine 5 Runden oder 5 Reihen habe ich jetzt gemacht. Und jetzt wollen wir natürlich unser Rosenrot abketteln. Dafür stricke ich jetzt die erste Masche rechts und die zweite Masche rechts und hebe die hintere über die vordere Masche drüber. Das heißt, hier von der Nadel, wo nur 2 Maschen drauf liegen, nehme ich hier hinten die hintere und hebe die über die vordere drüber. Stricke die nächste Masche rechts, habe wieder 2 Maschen und wieder die hintere über die vordere. Wieder eine rechts stricken, heben, stricken, heben, ja, bleib hier. Ja, da muss man ziemlich die Maschen auch festhalten, sonst passiert das so wie bei mir gerade. Stricken, heben, stricken, heben, stricken. Bleib hier, so, heben, stricken, heben, stricken, heben und wir bekommen dann hier so einen wunderschönen Rand. Wie ihr seht, ein kleines bisschen kann man es ziehen, aber nicht dolle und so behält unser Tuch auch seine wunderschöne Form. Und kann sich nicht ewig in die Länge ziehen.
So, meine Lieben, ich mache das hier bei mir mal schnell durch, weil es sind jetzt schon einige Maschen zusammengekommen und ich glaube, das wollt ihr euch nicht antun, bis ich sie alle fertig habe. Wir sehen uns dann gleich wieder für den Rand. So, ich bin jetzt gleich durch. Die letzte Masche mache ich noch ganz normal. Jetzt habe ich hier noch zwei Maschen und hier nur eine. Die zwei Maschen, die nehme ich jetzt zusammen. Ich gehe durch beide Maschen rechts durch, hole mir den Faden und stricke sie beide zusammen. Einfach aus dem Grund, dass uns die letzte Masche nicht rumlabbert, dass das schön fest ist und eine schöne Abschlusskante gibt. Und ziehe jetzt die hintere über die vordere drüber. Faden großzügig abschneiden. Durchziehen und vernähen. Ja, und das habe ich jetzt noch übrig von den drei Knäueln. Da hätte ich doch noch ein paar Nadeln schaffen können. Aber, naja, so ist es halt. Umso weniger Wolle da ist, umso weniger traut man sich weiterzumachen. So, ich schnapp mir jetzt weiß. Ihr könnt natürlich auch in der Farbe weitermachen. Das sieht auch richtig schön aus, wenn ihr davon noch Wolle habt. Macht den Rand einfach in der Farbe, wie ihr es hier habt. Ich nehme mir jetzt das Weiß. Das ist jetzt das Gründelieser Premium Uni Weiß. Das ist ein reines Polygarn. 50 Gramm auf 133 Meter für die Nadelstärke 3,5 bis 4,5. Ich nehme mir jetzt hier die Vierernadel und wir gehen jetzt drei verschiedene Ränder durch. So, und ihr könnt euch dann einfach den Rand aussuchen, der euch am besten gefällt, oder ihr macht einen ganz anderen. So, Rand 1, Faden anketteln. So, jetzt haben wir hier unseren Faden angekettelt. Wir machen eine feste Masche, ein Umschlag in die gleiche Masche, ein halbes Stäbchen. Das heißt, wir holen uns den Faden, haben drei Schlaufen, holen uns den Faden, gehen durch alle drei Schlaufen durch. Umschlag in die gleiche Masche, ein ganzes Stäbchen. Nach dem Umschlag Faden holen, drei Schlaufen, Faden holen, durch zwei, Faden holen, durch zwei, Umschlag, halbes Stäbchen und eine feste Masche. So, jetzt lassen wir hier eine Masche aus, gehen auf die nächste Masche und da rein eine feste Masche, ein halbes Stäbchen. Das war ein Stäbchen. So, ein Stäbchen. Ein halbes Stäbchen und eine feste Masche und dann die Masche ist versteckt, die lassen wir sowieso aus, plus noch eine und in die nächste eine feste Masche. Ein halbes Stäbchen. Ein Stäbchen ein halbes Stäbchen und eine feste Masche. Da hätten wir dann hier so einen wunderschönen Rand. Moment, ich lege mal das Tuch so ein bisschen, da kann man nämlich besser gucken. So. Das wäre jetzt Rand Nummer 1. Rand Nummer 2, Moment, ich bringe jetzt hier mal ein bisschen Abstand rein. Da wickle ich mich einfach mal ganz kurz zwei Maschen mit festen Maschen. Und da haben wir ein bisschen Abstand drin. So, Rand Nummer 2. Feste Masche,
Luftmasche, feste Masche. In die gleiche Masche. Eine Masche auslassen, in die nächste, feste Masche, Luftmasche, feste Masche. Da haben wir dann so einen Rand. Oder man könnte den auch variieren. Moment. Feste Masche, zwei Luftmaschen und feste Masche. Machen wir gleich noch eine, dass wir noch mal gucken können. Feste Masche, zwei Luftmaschen, feste Masche. Vergesst dann aber nicht immer eine auszulassen, weil ansonsten wälzt sich der Rand. Und da haben wir dann so einen Rand. Also jetzt haben wir eigentlich schon drei Varianten. 1, 2, 3. Aber wir probieren mal weiter aus und dann können wir entscheiden, was uns am besten gefällt. So, ich mache wieder ein Stückchen Abstand. So. So, jetzt können wir einen ganz einfachen Rand machen. Wir häkeln eine feste Masche, eine Luftmasche, lassen eine Masche aus, stechen in die nächste ein, eine feste Masche, Luftmasche, Masche auslassen, in die nächste einstechen, eine feste Masche, Luftmasche, auslassen, in die nächste einstechen und eine feste Masche. Da haben wir hier so einen ganz einfachen Rand. Sieht auch sehr, sehr schön aus und gibt dem Ganzen auch noch so eine wunderbare Abschlusskante. Gerade weil wir ja hier diese Erhöhung haben. Hier seht ihr das ja gerade so wunderschön. Wir haben hier den Rand und hier den Rand. Und da brauchen wir halt einen passenden Abschluss dafür. Also das sind jetzt so die Varianten, die ich euch jetzt für dieses Tuch empfehlen würde. Ihr könnt natürlich nutzen, was ihr wollt. Also wir haben jetzt einmal hier diesen etwas höheren. Dann hier mit kleinen Zähnchen, dann diesen und dann die ganz einfache Abschlusskante. So, meine Lieben, jetzt haben wir hier 4 Möglichkeiten für die Abschlusskante. Sucht euch bitte die aus, die euch am besten gefällt. Ich mache jetzt mein Tuch schnell einmal drumherum. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es fertig ist. Und dann messen wir auch zusammen. So, meine Lieben, ich habe jetzt die gerade Seite, also unsere lange Seite, habe ich jetzt gemacht. Ich mache eine Kombination aus dem letzten Rand und aus dem ersten Rand. Also jetzt einmal drumherum mit dem letzten Rand und dann noch einmal drumherum mit dem ersten Rand. Allerdings möchte ich euch auch gern noch die Seite zeigen, weil die gerade Fläche war ja ganz einfach. Durch das Überziehen hatten wir ja hier wunderschöne Maschen. Aber hier haben wir ja unseren Knötchenrand und da stechen wir zwischen den beiden Knötchen ein. Wir haben jetzt hier ein Knötchen in dunkelbraun und ein Knötchen in hellbraun und zwischen den Knötchen stechen wir ein und häkeln unseren Rand. So, weil ich eine Kombination aus dem letzten und aus dem vierten mache, dass sich das hier nicht so zusammenzieht, steche ich hier oben nochmal ein und mache mir eine Zwischenmasche. Und jetzt zwischen die Knötchen. Einmal, zweimal. Halt, ich habe die Luftmaschen vergessen. So, Luftmasche zwischen die Knötchen. Luftmasche zwischen die Knötchen, so dass die Luftmasche auf dem Knötchen liegt und die Masche dazwischen. Und bei den ganzen anderen, da überspringen wir immer eine Masche und damit überspringen wir im Prinzip die Knötchen sehr an sich und können immer zwischen den Knötchen einstechen. So, hier sieht man es auch gleich ganz toll, das eine Knötchen in Rot, das andere Knötchen in Braun. Ich mache meine Luftmasche und steche zwischen Rot und Braun ein, häkle meine feste Masche, eine Luftmasche, das Braun überspringen
und daneben einstechen. Und so häkeln wir uns jetzt hier an dem Rand entlang. Und den ersten Rand, den werde ich dann immer um die Luftmaschen setzen. Also sprich, da werden dann die Luftmaschen umhäkelt. Ich denke mir, das sieht bestimmt ganz toll aus. So sieht das jetzt erstmal aus, diese Schräge. So auf der Rückseite, so auf der Vorderseite. So, ich mache meinen Rand so mal fertig. Und ich hole euch dann nochmal mit dazu, wenn es in die zweite Reihe geht, also sprich, wenn wir den ersten Rand auf den letzten Rand setzen, dass ihr euch das mal anschauen könnt. Na, den Maschenmarkierer kann ich gleich rausmachen. Das war der, der mir gezeigt hat, wo die Musterseite gestrickt wird. So, jetzt haben wir eine ganze Weile Rand gemacht. Wie ihr seht, es geht wirklich flüssig von der Hand und wunderbar einfach und es verzieht sich nichts. Wenn ihr wirklich immer nur zwischen den Knötchen einstecht, verzieht sich da wirklich nichts. So, meine Lieben, ich bin jetzt mit meinem Rand einmal drumherum und wie ihr seht, aus Weiß ist Rot geworden. Das Weiß war einfach schöner, um es euch zu zeigen. Und ich finde, mit dem Rot, das sieht wirklich wunderschön aus. Vor allem in den Rotabteilen, da geht das auch wunderbar mit rein. Hier sieht man nochmal die ganzen Farbabteile. Das Rot, es passt einfach wunderbar. Und da muss ich mich auch an dieser Stelle bei der lieben Conny bedanken, weil sie hat gesagt, nimm Rot, weil das Tuch heißt Rosenrot und da passt natürlich auch ein roter Rand. Und sie hat vollkommen recht, er passt wunderbar. So, ich hatte euch ja versprochen gehabt, dass ich euch bei der zweiten Runde wieder mitnehme. Der Rand 1 ist geschafft, das war der mit fester Masche, Luftmasche, feste Masche. Und jetzt wollten wir ja den ersten Rand noch mitnehmen. Also gehe ich in die nächste Masche rein, mache meine feste Masche, mein halbes Stäbchen, mein Stäbchen, mein halbes Stäbchen und meine feste Masche. So, wir überspringen eine Masche, dann gehen wir in die nächste Luftmasche rein. Hier ist die feste Masche, hier die Luftmasche. In die Luftmasche wieder eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, ein Stäbchen, ein halbes Stäbchen und eine feste Masche. Und so gehe ich jetzt einmal drum herum. Das heißt, immer die festen Maschen lasse ich aus und in die Luftmaschen steche ich ein und mache meinen zweiten Rand auf den ersten Rand. Und damit haben wir den letzten Rand und den ersten Rand wunderbar kombiniert. So sieht das Ganze jetzt aus. So, ich häkle mich da jetzt einmal drum herum und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich wieder hier angekommen bin. So, meine Lieben, ich habe Rosenrot jetzt fertig. Und wir haben, ich habe euch ja gesagt, wenn es fertig ist, messen wir hier einmal durch. So, ich hole mir jetzt gerade die gerade lange Seite.
Ihr seht jetzt erstmal meinen Rand, wie der so mit zwei Farben ist, also zwei verschiedene Ränder, einmal den letzten und einmal den ersten Rand. Und ich finde, das macht schon wirklich was Edles her. So, ich habe jetzt mit drei Knäueln von dieser Alise-Wolle eine Länge von 1,40 Meter auf der langen Seite und auf der vom Dreieck zur Spitze haben wir, oh Mann, ist das viel Tuch. Moment, ich fremde mich hier durch. Von Rand zu Rand 96 cm. Also auf der langen Seite 1,41, 1,42. Das hat sich jetzt gerade etwas schwierig messen lassen. Und von der Spitze Richtung Rand 91, 92 cm. Ich habe es jetzt schon mal umgelegt. Es trägt sich wirklich sehr, sehr schön. Ist ein wunderbares, dichtes Tuch. Und jetzt schauen wir uns das mal genau an. So, wir haben hier unseren wunderbaren Rand. Auch in so einer plastischen 3D-Optik. Passt wunderbar zu dem Tuch. Hier haben wir nochmal diesen Absatz. Hier geht es dann ins Glatte. Außer hier am Rand, da haben wir auch diese plastische Stufe. Hier. Und so ist dann der Farbverlauf. Ich ziehe es euch einfach mal so ein bisschen durch. Und hier sieht man dann die plastische Stufe und auch der Rand ist wunderbar in 3D. Und natürlich auch auf dieser Seite haben wir auch die plastische Stufe und dann hier und natürlich noch einmal auf der Seite. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt jede Menge Spaß mit eurem Rosenrot. Ich sag danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.